Ja, guten Morgen, liebe Leute. Herrliches Wetter am Teutow. Immer noch Schnee. Da muss ich natürlich auch auf Tour gehen. Heute mal eine etwas andere Strecke. Wir sind ein bisschen gefahren nach Bad Iburg. Und starten jetzt quasi östlich von Bad Iburg in den Hermannsweg ein. Ein Teil, den wir noch gar nicht kennen. Und da sind wir jetzt mal gespannt. Wir gehen jetzt mal Richtung Kleiner Frieden und Großer Frieden. Zwei kleine Gipfel, zwei kleine Hügel. Ja, tief verschneite Landschaft, Sonne. Wenig Leute unterwegs, aber auch hier wieder ja, durchaus beschwerliches Gelände, weil es sind schon so 20, 30 cm Schnee, die hier liegen, mindestens, teilweise mehr. Und da braucht man schon ein bisschen Ausrüstung, vor allen Dingen gute Schuhe. Und bislang haben wir hier noch keine Menschenseele getroffen. Schauen wir mal. Viel Spaß dabei, bis später. Dem Hermannsweg unterwegs. Der zieht sich jetzt hier so ja, auf so einen kleinen Höhenzug Richtung Osten. Ja, leicht ausgetretener Pfad. Ist eigentlich echt gut zu laufen. Und spannenderweise echt keine Leute unterwegs. Hätte ich jetzt ganz anders erwartet. Bei dem traumhaften Wetter. Aber vielleicht ist das den Spaziergängern dann doch hier zu alpin. Aber man muss doch schon ganz schön stapfen. Ja, die Sonne scheint. Schnee glitzert. Das ist wirklich traumhaft heute. Und der erste Halt wird jetzt gleich ein Friedener Berg sein. An der Friedenhütte. Ich muss gleich eine erste Rast geben. Die Friedenhütte haben wir jetzt übersprungen. Die lag jetzt so rechts unterhalb. Wir haben uns jetzt doch eher Richtung Hoher Frieden orientiert, Gipfel. Da war jetzt gerade ein Abzweig schon gesperrt durch den Wald hoch. Da konnten wir jetzt nicht hoch. Jetzt gehen wir hier gerade auf so einem Forstweg durch ja, sicherlich 20, 30 cm tiefen Schnee. Das ist gerade ziemlich anstrengend hier, aber eine traumhafte Kulisse, die Sonne im Hintergrund, jetzt auch mal Tannenwald, die sind schneebedeckt. Ja, wirklich wunderschöne Atmosphäre jetzt hier und wir schauen mal, ob wir da oben gleich auf den Hohen Frieden noch hochkommen. Müssen uns gleich so ein bisschen links halten und dann schauen wir mal, gespurt ist es jetzt hier nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hier uns ein bisschen durch den Tiefschnee kämpfen. Aber im Moment geht's noch und in der Sonne ist es auch ziemlich warm sogar.
wir haben jetzt hier die Gipfelroute doch eingeschlagen. Das ist allerdings äußerst mühsam, weil hier ist hier sind so eine Fußspur ist hier, die ist aber auch schon zugeweht und das ist richtig Tiefschnee hier. Und jetzt geht es da vorne noch hoch und dann geht es da lang links rüber. Und das da links ist der Hohe Frieden. Ist eigentlich nur so ein Höhenzug. Aber alles ungespurt, wie gesagt. Das ist jetzt doch ganz schön anstrengend. Aber Sonne, Schnee, es ist trotzdem natürlich herrlich, auch wenn es jetzt hier gerade ein bisschen anstrengend ist. So, wir sind jetzt zurück auf dem Hermannsweg, haben den Frieden da links liegen lassen, es war zu tiefer Schnee. Da hätte man jetzt so querfeldein durch fast kniehohen Schnee da sich hochkämpfen müssen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Da kommen wir nochmal im Sommer wieder. Und jetzt geht es auf dem Hermannsweg dann so langsam wieder zurück. Hier schön durch den Wald. Kommt jetzt gleich nochmal die Friedenhütte. Die haben wir auf dem Hinweg ja verpasst. Die wird jetzt gleich auf dem Rückweg angesteuert für eine kleine Rast. So, wir sind jetzt gleich zurück am Parkplatz. War eine schöne Runde, auch wenn es den Gipfel, den Friedener Berg, nicht gegeben hat. Da war jetzt einfach zu viel Schnee oben. Das haben wir uns gespart. Da kommen wir nochmal wieder im Sommer. Ja, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen da oder auch ein Abo. Und bis zum nächsten Mal.